Hallihallo, hier wieder euer Dorf Steffen alias Tomalak. Ich sage einmal Hallo und Schalandro und viel Spaß bei der nächsten Folge Let's Play Star Trek Online auf Seiten der Romulaner. Und wir erforschen auch gleich mal den Planeten weiter und versuchen natürlich eine neue Heimat zu finden für die Romulaner. Scheiße. Die haben meinen Scan gerade unterbrochen, die Schweine. Kleine Bastarde. Das reicht. War schon alle. Hehe, was habt ihr dazu? Schockwelle. Jetzt über den hier aus Korn. Waffenenergie voll machen. Jawoll. Ich liebe die schweren Plasma-Torpedos. Die hauen voll rein. Ja? 1 gegen 1, das ist fair, oder? Und Sonder einsetzen. Wo ist er denn eigentlich? Gut, hat's doch gemacht. Mein Schiffsfläche blau. I hope that's the last we've seen of them. The reports from the probes confirm that radiation levels have lowered on the planet. An away team without protective gear should be safe. There don't seem to be any civilizations down there either, but we'll have to beam down to explore the area further. Are you ready to transport? There are several teams that will beam down to other parts of the planet while we explore. Das ist gut, ist das Schiff doch gar nicht. Wie viele Teams will das runterbeamen, um Himmels Willen? Das kleine Schiff hat doch maximal 40 Mann Besatzung, oder? Dann nicht. Wow. Look at this place. It's beautiful. Our orders from Tamer to analyze the local wildlife, flora and minerals, as well as any bit of radiation. Ich glaube, er ist beeindruckt von diesem Planeten. Ich auch. Jetzt haben wir mal noch Pflanzen ein. Jetzt wird man noch so ein Botaniker hier. Jetzt wird man noch so ein Botaniker. Jetzt ist es aus. Oh, hier gibt es wieder Tiere. Da rennen zwei Tiere rum irgendwie auf der Stelle. Viehwerkkatze, was ist das denn? Okay, die Strahlung müssen wir scannen. Machen wir das mal. Hammer. Ipu, ein Ipu, oh, ist das süß. Guck mal, die kleine Ipu. Oh. Ein zahmes Ipu. Ist das süß. Hier gibt es doch zahme Tiere. Ja, ist noch was. Hier kommt noch ein Ipu. Die sind zahm. Ist ja geil. Das wären eure neuen Haustiere, Romulaner. Das sind eure neuen Haustiere. Herrlich. So, eine Wasserprobe noch nehmen. Hätten wir. Aber der Planet ist geil, da muss ich sagen. Also, der hat was. Der wird mir sogar in echt gefallen. Ohne den Mist. Der würde ich wohnen wollen. Nur das laut, die Tiere dort. Die machen ganz schön Krach. Aber sonst ein echt geiler Planet, muss ich sagen. Klares Wasser, geile Riesenpflanzen. Naja, ist doch was. Was haben wir hier?
Das war ein Teil der Pflanze einsammeln. Gerne. This plant displays remarkable similarity to plants once found on Romulus. Ach echt? Okay. Schön zu wissen. Was haben wir denn da wieder? Erwachsener rianischer Segelbrücken. Was ist das denn um Himmels Willen? Aber sind aggressiv. Nicht so aggressiv hier! Ach, da ab. Okay. Die Flüchtende nach der Zeit. Der flüchtet auch. Okay. Dann nehmen wir noch ein Probe Wasser. Faszinierend. The water is barely tainted by the planet's radiation. Oh, eine schöne Dusche. Herrlich. Ah, oh, tut das gut. Muss auch mal sein. Eine schöne Dusche. Habe ich tagelang nicht geduscht. Brauchen wir mal wieder eine. Und hier noch eine Mineralprobe. Passt. Gehen wir mal weiter. Cool, ich komme hier mein Wasserschiff bauen. Juhu! was? Ich will Wasser. Wildtiere beobachten, alles klar. Ein Nanuf. Ein Nanuf. Alles klar. Scheint auch nicht wild zu sein. Nochmal Mineralprobe. The high amount of lead in these rocks could be the reason for the lowered radiation levels. Mann, erstmal die Hälfte geschafft. Geht ja gar nicht. So. The Toshyar is advancing on our allies. Alles klar. Erstmal noch ein bisschen hier. Den Planeten erkunden, bevor ich hier Bericht abgebe. Das bin ich der Arsch hier. Wenn irgendwas nicht passt. So. Einmal die Strahlenwerte noch, bitte. So, haben wir. Bep. Weiter geht's. Nach hier oben. I am detecting ancient and dilapidated structures nearby. Ach komm, nimm mal mit, wenn ich mal da ist. So. Passt. Wenn ich mal auf Weg liege, kann man es auch mitnehmen. Ist doch kein Problem. Mann, immer nur 5er Schritte, das ist ja total öde. Geht ja gar nicht. Wie lange soll ich dann noch hier rumrennen, um Himmels Willen? Das braucht ja noch ewig. Ach, doch wieder Viva-Katze. Was machen die denn da? Auf der Stelle rennen. So. Auch erwachsen, aber sind viel nicht kleiner. Gut, die rennen weg. Die lassen wir jetzt außer Acht. Und an dieser Stelle beende ich auch mal die Folge, denn die Folgenzeit ist auch schon wieder um. Daher verabschiede ich mich an dieser Stelle
Hoffe, ihr hattet wieder Spaß gehabt beim Zuschauen und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, euer Dar Steffen alias Tomalak. Shalandru. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal.